Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Und heute stelle ich euch eine weitere Map von McMackieStein vor. Und zwar ist es heute ein Pegasus-Horse. Und wenn ihr nicht wisst, was ein Pegasus ist, ich glaube, das ist irgendwie so ein fliegendes Pferd einfach. Und ja, es wurde in Minecraft nachgebaut. Und wie das vorher jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Also wir spawnen in diesem Haus hier. Jetzt müssen wir durch die Tür hier und folgendes machen. Mir einmal Gas drin im Inventar bekommen und Kohle Kraut als Essen. Und jetzt wissen wir einfach, diese geben Blumen hier suchen, diese Azure Bullets heißen, glaube ich. Wir müssen einfach jetzt diese Gastränen drauf droppen. Jetzt bekommen wir diese, also Seeds raus, und zwar Magic Seeds. Und die brauchen wir, um das ja fair zu beschwören. Das ist eine spezielle Pflanze zu bekommen. Der ist vielleicht noch hier noch einer oder so. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Da haben wir was vorbereitet. So, Moment, vielleicht haben wir hier noch eine Blume. Wir verwenden jetzt einfach so den Magic Seed auf dem Boden platzieren. Da passiert gar nichts, da verschwindet das einfach nur. Wir müssen jetzt auf den Diamantbock stellen. Also den müsst ihr selbst erfahren. Ich habe jetzt einfach schon gecheatet einfach, ne? Weil ich mir das dann nur vorstellen. Bisschen den Boden platzieren und einfach hier draufstellen und die Magic Seeds drauf platzieren mit Rechtsklick. Und dann seht ihr schon, ist wieder eine Blume gespawnt. Ist eine ganz coole Animation eigentlich, ne? Ja, die Pflanze ist übrigens auch gemacht für die Minecraft 1.8. Und ja, jetzt ist die Blume gespawnt und jetzt müssen wir hier hochklettern. Wir dürfen nicht trödeln, weil die verschwindet nach einer Zeit wieder. Das wäre doof. Na, also muss schnell sein. Und nur noch ein bisschen Glück haben mit der Pflanze. Weil die ja, generiert, glaube ich, immer random. Da könnte man sein, dass es noch total eine Scheißblume wird, wo man irgendwie runtergehen kann. Also müssen wir ein bisschen gucken. Glaube ich jetzt hier, wo ich am besten hochkomme, glaube ich hier, ne? Wo ich diese Scheißsprünge hasse. Wow, nein! Scheiße. Scheiße, Alter. Was ist da denn los? Wegen der Maus, weil die kaputt ist. Hätte ich es geschafft. Verdammt! Also ich muss natürlich nach unten gucken, wieder so, und dann hab ich's verkackt. Voll jetzt abgebaut. Nicht gut. Nicht gut. Wo ist mein Item jetzt hin? Was ist da vorne hier? So. Mann. Also ich muss da ganz genau nochmal neu bauen. Ich meine, Block. Ja, noch so ein Ono Cup, ne? 2, 3, 4, 5, 6. Mal anziehen. So, und jetzt hatte ich noch Golden Kreuz gehabt, ja, genau. Hier war so ein Stack und Gast hier. So, und jetzt, ja. Dass wir diese Blumen hier suchen. Ich sehe gerade zum Glück perfekt. Wir gehen mal auf 0 und ja, stelle ich wieder hier drauf. Und dann, was jetzt kannst du werden, eben spawnen. Und der Gegner einfach direkt mal in den Game Mode 1. Na, und dann schon nur fliegen kann und ich ja nicht mehr runterfalle. Das wollen wir ja nicht. So, Game Mode 1. Ich muss ja ganze Zeit hier hochklettern. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier anders gespawnt, ne? Und ja, wenn wir jetzt angekommen sind, folgendes. Wo können wir dann hier lang? Hier. Da bekomme ich dieses Bossvieh, so ein Wächter. Den müssen wir jetzt besiegen. Was sehr schwer wird. Weil mein Maus kaputt ist. Ich nutze Game Mode 1. Game Mode 0. Der heißt Ward. Und den müssen wir jetzt töten. Der hat Knockback Resistance. Vielleicht mal Critics oder so, wenn ich nicht runterfalle. So, haben wir ihn getötet. Und jetzt, ja. Und das Pegasus hier angeflogen. Und ja. Also mit Flügeln, ja. Dann nehmen wir das Pferd einfach mit Bannern. Das kann ich jetzt aufsetzen. Und ja, das Pferd läuft dann da in die Richtung, wo wir hinschauen, also wo die Blickrichtung ist. Ich drücke halt keine Taste, sondern nur die Blickrichtung. Wenn wir jetzt nach oben gucken, dann fliegt das Pferd. Ich kann vielleicht kurz mal die Sounds ein bisschen hochstellen. Das war sogar Sounds. Wie ein anderer Dragon.
Ich jetzt auch wieder runter. So. So, jetzt können wir hier fliegen. Dieser verschwindet dann auch direkt wieder. Ich glaube, die Flüge bewegen sich sogar, ne? Aber jetzt mal hier. Das ist mal cool. Schon mal halt in die Richtung fliegen halt, und dann können wir richtig schön auf die Welt fliegen. Ist ganz cool gemacht so, ne? Und jetzt können wir auch schon fliegen. Für mal und ewig. Vielleicht kommen wir auch runter? Ich glaube schon. Genau. Und dann runter. Und kann halt ganz jetzt so fliegen. Das ist mal cool, oder? Das ist mal nice. Nice gemacht, auf jeden Fall. Und wir brauchen halt nicht meine Taste drücken. Das ist nicht geil. Nur von der Mauerstein halt, sondern. Und dann passt das. Sehr gut. Ist halt ein bisschen Qualität bei mir, weil die Maus spinnt komplett. Und das Leben, das wird auch noch ein bisschen mehr Leben auch, ne? Wir sehen können. Tja. Dann steigen wir ab. Und ja, dann ist es eigentlich schon gewesen. Also mehr macht dieses Pferd nicht. Wir können ganz kurz mal die Command-Logs mal angucken. Sieht dann so aus. Na, also ganz, ganz viele Sachen hier, die hier rumstehen. Und ja. Vielleicht ist es noch aus. Dann würde ich sagen, was ist gewesen. Wir können hier noch Kill Pegasus. Sehr schuld, only be at one at a time. Also nicht zwei, sondern nur eins. Mal killen. Und dann ist es weg. Ist jetzt getötet, ne? Ich meine, die tun sollen, weil ich brauche einen Screenshot. Also muss ich gleich nochmal neu spawnen. Egal. Würde ich sagen, was ist gewesen mit dieser Map. Also gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abo nicht vergessen. Und tschüss.